Leute, wir sind in der Group 1 angekommen, der Season 1, und heute geht's weiter mit dem Sydney Cup Masters. Oder Sydney Masters Cup heißt es, glaube ich. Ja, let's go. Was haben wir denn hier für Autos? Wir haben eine Corvette C7, wir haben eine Corvette C7 Ford GT, Aston Martin, den Vibe, eine Viper, den Ferrari und den Dings. Und da wir die Grid-Version eben schon letztes Mal schon gefahren sind und damit relativ gut klarkommen, kamen nämlich auch hier wieder diese Grid-Variante. Und das passt auf jeden Fall. Wie gesagt, ja. So, wir stehen relativ weit. Ich glaube, zwei, wenn ich es richtig gesehen habe. Chris, ein paar Worte über den Sydney Motorsport Park. Was erwartet die Fahrer der Grid World Series hier? Naja, es ist eine rasante Strecke. Es gibt eine lange Gerade mit einer späten Biegung in Kurve 1, aber wenn man das im Kopf behält, kann man sie aggressiv nehmen. Ich bin da auch schon bis ans Limit gegangen. So fahre ich am liebsten, Alex. Es ist ein großartiger Tag für die Grid World Series, die Nummer 1 für spannende Rennaction. Und damit geht's los. So, auf geht's. Auf 14 stehen wir. Okay, der Porsche, der geht hier schon vorbei. Aber wir drücken uns da noch mal kurz an der allen mit rein und gehen auf die 7 vor. Und dann schon. Okay. Da wird jemand nicht glücklich sein. Das war nur ein leichter Rempler, Kollege. Und schon vorbei. Drei Autos wieder überholt. Aber ich glaube, ein bisschen schick gemacht. Vorbei an den Ferrari hier. Und jetzt haben wir noch einen Ford GT. Zwei Ford GT haben wir vor uns stehen. Oh, ich glaube, die Kurve nehme ich noch ein bisschen was enger, die kriege ich noch ein bisschen was enger. Ich gehe auf 2 vor. Ja, ich glaube, ein bisschen weniger Leistung hat der als die anderen. Eine ordentliche. Eine ordentliche Kurvengeschwindigkeit. Das heißt, wir können auf jeden Fall vorne weg sind. Weggehen. Wir haben 3 Runden Zeit. Wir gehen jetzt wahrscheinlich wieder Richtung Zielgerade zurück. Da ist jetzt die Kurve hier. Es ist eh heute nur dieses eine Rennen. So. Jetzt haben wir Runde 2 mit 2 Minuten. Geht die Runde rein, okay. Nicht zu sehr cutten, sonst könnte das ein Problem werden.
So. Ach was. Ich doch nicht. Die Kollege hat keine Chance. Wir gehen in die letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Der Teamkollege sieht keine Schnitte auf diesem Rennen. Er hängt irgendwo mitten im Mittelfeld fest. Auf Platz 10 momentan. Kommt nicht wirklich ran, kommt nicht wirklich weg. Die Lücke da vorne ist ein bisschen was größer. Sollte sich weiter jucken, wir sind vorne und gewinnen den Auftakt der Group One. Ja, dann haben wir's. Okay, dann soll ich ein bisschen was zurecht. Okay. Ja. Beim Ferrari? Ne, Ford GT. Ach, die beiden Ford GT, genau. Ja, vorne sind wir weg jedenfalls. Haben wir 82, sind wir mittlerweile, also 18 Level haben wir noch. Und dann machen wir zwei Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Dann mit der American Prototypes Series.